Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Palwelt. Wir lassen an dieser Stelle mal, warum spiele ich mit Tastatur? Ich blöd. Noch ein Pal hier uns helfen, was vielleicht ein bisschen was kann. Zum Beispiel diese Drache da. Nein, der kann Stromerzeugung tragen. Hätte er sein können. Der ist zum Beispiel sehr hilfreich. Der kann ernten und so. Mal schauen, ob es irgendwas Besseres gibt. Miau Christ. Feuer brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Irgendwas Krasses. Das Alpaka nie. Irgendwie Boss-Dinger können meistens wenig. Bräuchte einen so eine Allrounder. Kannst du vergessen. War das jetzt gerade, was da ein bisschen was konnte? Das waren keine. Können alle nix. Der Frosch? Nein, der kann schießen. Nehmen wir den. Weil der kann ja so ein bisschen Sachen auch durch die Gegend tragen. Und ein Bettchen muss ich den auch noch hinstellen. Die kriegen aber normales, ganz ehrlich. Die kriegen hier nichts Hochwertiges von mir. Ach ja, ein Rastmuster. Was ist da für ein Figurenwichser? Palwelt, Strohbett ist fertig. Okay. Okay, der macht hier schön Stoff. Und schauen wir mal, wie es auf unsere Zuchtform so läuft. Ich habe natürlich ganz ausführlich angeschaut, was ich züchten möchte. Nein, habe ich natürlich nicht. Deswegen lassen wir jetzt erstmal die 5 Torten machen. Aber jetzt wird gerade halt nichts ausbrüten. Ja, das ist blöd. Ja, gut. Es bleibt halt dann einfach kurz frei. Aber haben wir den anderen Anubis schon geholt auf unserem Main-Ding? Schauen wir mal kurz. Nee, den haben wir noch nicht geholt, weil der kann dann auch gleich im anderen Lager. Achso, der braucht noch ein bisschen. Ist ein bisschen kühl. So, eigene Fähigkeiten. Okay, ich brauche noch ein paar. Hier gut. Also ich hätte gesagt, das nächste erkunden wir hier diese Insel ein bisschen weiter. Gehen wir mal dahinter. Hinterland. Hört sich das super an. Ja, uns fehlen auf jeden Fall noch einige Preis. Und wir brauchen irgendeine gescheite Waffe. Wir brauchen halt wirklich was irgendwie, was uns nachhaltig weiterbringt. Wo müssen wir denn hin? Ah, Rookie, so ist mein Chiclet. Einmal hingekommen, direkt tot. Okay, unser Ziel ist auf jeden Fall, ein bisschen was am Preis wieder einzusammeln. Einfach, dass wir hochsteigen. Das wäre halt echt cool. Okay, ist eine freie Fläche. Die wird sich für irgendwas eignen. Da hinten ist eine Schatztruhe, die holen wir uns mal kurz. Also ein Geigler. Die kennen wir ja schon. Nette Wesen. Sollten sie gleich angreifen. Megasphäre und Silberschlüssel und Liffmunk. Liffmunk sollten wir aber. Okay, kommt das Ding runter? Damit war zu rechnen. Ich werf mal eine. Ich nehme mal mein Ding mit, mein Gillette und wirf mal eine Palsphäre drauf. Vielleicht kommt es dann gleich mit. Ja, cool. Ja, passt. Oben kriegt irgendwas Schaden. Ach, das sind nochmal welche. Ich habe da eigentlich gerade so ein kleines Lift gesehen und ich weiß nicht, ob wir die schon vollständig haben. Ja, verbessert. Wir brauchen auf jeden Fall ein Level. Liftmunk, was sind's denn, meine süßen kleinen Tierchen? Ein Liftmunk. Hä, das kann nicht so weit unten sein. Ich hab den irgendwo überblättert, 100 Pro. So weit unten ist das Ding nicht.
Ja, es wäre halt cool, wenn wir unser Palpedia vervollständigen könnten. Aber dazu brauchen wir jetzt erstmal die Nummer 9 und ich glaube, die können wir einfach so fangen. Und ich glaube halt, dass wir insgesamt richtig viel einfach so. Okay, dann brauchen wir noch hier auch was weg. Okay, das war jetzt zu warten. Das rennt wie blöde jetzt weg. Toll. Oh, die Waffe sollten wir jetzt nicht unbedingt nehmen, wenn wir irgendwas beschießen wollen. Wow, diese Kiste ist auch sofort weg. Ich stieb es einfach wieder. Aus unerklärlichen Gründen. Gut. So, ach, die haben die ganzen Rookies gekillt, oder was? Ich hole mal mein Gillette, weil die uns gleich angreifen. Hinten ist alles, was so ein bisschen geschädigt ist. Was jetzt tot ist. Ich gehe mal zu den Rookie. Ah, oh, er hat's besiegt. Das war zu erwarten. Okay, hinten sind Univolts. Da können wir aber morgen mal hinschauen. Ach, das wären aber zwei Liffmonks. Ich weiß nicht, wo ich bin. Bevor ich jetzt halt hier mich selbst töte. Oh, ich hab's getötet. Ich wollte es einfangen. Gehen wir nach Hause. Ich glaube, das ist das Beste, wenn man nichts sieht, dass man einfach dann abhaut und morgen wiederkommt, wenn es hell ist. Ich glaube, nach da oben ist der richtige Weg, weil die Gegner so leicht nur stärker sind und nicht so stark sind, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich werde auf jeden Fall sterben. Habt ihr nichts zu tun? Den grillt mir mal ein bisschen was. Okay, da hätte ich einen Roche-Braten drin und so einen. Okay, den Roche-Braten, der kommt auf jeden Fall mit. Die gegrillten Pilze kommen auch mit, weil die da reinkommen. Und dann nehme ich halt noch dieses Brancherie-Fleisch mit. So, mein Speer sollte ich mal reparieren. Ich mir das so anschaue. Alles andere geht, aber der Speer ist irgendwie ziemlich scheiße beieinander. So. Dann haben wir das Ei, das können wir dann morgen früh, können wir den Typi dann gleich noch unten bringen. Haben wir noch einen Anubis mehr. Ich glaube, das ist ganz cool. So, ein Anubis. Hey, er ist ein bisschen selbstzerstörerisch. Aber ansonsten ist der gar nicht so scheiße. Yay. Machen wir dann trotzdem noch ein paar mit ihnen, wenn wir so Worten haben. Dann müssen wir so ein paar machen, weil zum Abbau scheinen die ja richtig gut zu sein. Schnellreise. Vielleicht irgendwas, was gut tragen kann, das wir demnächst auch mal machen. So, wir haben einen Anubis gezüchtet. Was ist denn Anubis? Okay, wir haben zu wenig Betten. Wusste ich nicht. Gut, dann bauen wir den da hinten mal noch ein paar Betten hin. Okay, wo war das RT? Und dann auf Y, der ist da. Okay. Hier, geht da mal weg, dass ich da was hinstellen kann. Auf und davon. Okay, dann haben wir jetzt sogar ein Bett übrig. Okay, ich sammle mal kurz das ganze Eisen ein und sage ihnen, dass sie ein paar Bahnen machen sollen. Weil das brauchen wir früher oder später eh. Wie viel Eier jetzt ist das? Ja, und das ist ein Lammball direkt da fröhlich durch die Gegend. Schauen wir mal, ob wir einen stärkeren Träger als einen Lammball vielleicht haben. Weil ich glaube, Lammball ist ein Tragen 1 oder so. Vielleicht haben wir irgendeinen, der 4 ist oder so. Oder 3. Ein bisschen Bock hat, mehr als nur 1 durch die Gegend zu tragen. So. 99, das finde ich gut. Palbox Management. Wer ist denn Tragen ein bisschen mehr?
wollte es mit den Sortieren nochmal ausprobieren. Transport. Sortieren. Cool. Du hast eins in Transport. Du hast auch eins in Transport. Aber es zeigt mir scheinbar schon die an, die wo wenigstens irgendwas transportieren. Eins. Zwei hätte der. Hat irgendwie was Höheres. Da ist nochmal einer und zwei. Drei. Okay, der wird drei. Der macht noch Feuer. Noch irgendwie anders, der gut transportieren kann. Zwei, eins. Okay, nee. Also müssen wir entweder den oder den hier einstellen. Oder halt einen Affen. Dann nehmen wir den Affen und tun dafür das Lammball raus. Dann schauen wir mal in unseren Mahlsager, dass wir die wegbringen. Und dann schauen wir noch auf unsere Zuchtform. Wie es denen denn so geht. Was habe ich da eigentlich? Habe ich da eigentlich auch so einen Lammball zum Hin- und Hertragen? Ich glaube nicht. Wie viele Torten gibt es jetzt? Zwei. Also könnten wir eigentlich ihn hier und den anderen nochmal nehmen und ein bisschen Spaß haben lassen. Dann haben wir halt nochmal zwei von denen. Ich glaube, das machen wir. Nummer eins, Bushi, du bist auch wieder dran. Nehm ich ihn. Okay, der muss kurz essen oder was? Leute. Diese paar liegt ein Päuschen an, ich merk's. Okay, 5 Mehl. Okay, der Pinking steht schon mal wieder drin. Jetzt müssen nur der andere sich denken, oh, ich möchte doch aus meinem schönen Bad raus. Selbstzerstörerisch. Ja, steh mal auf. Komm, beende dein wunderschönes Päuschen. Vielleicht fangen wir später auch nochmal ein Bushi. Und ein Peking. Komm, ich will euch doch nur paaren. Nehme ich mal hier die schon mal mit, die zwei Torten, und schub die da rein. Oh, jetzt ist er weg. Ist er hin? Hinten hüpft er rum. Was durch die Gegend. Vielleicht finde ich ja eine, wo ein bisschen netter ist. So, dann arbeitet mal zusammen. Dieses Pal hat Hunger, dann sollte dieses Pal halt essen gehen. Dann gehe ich mal in Mainz und dann holen wir uns als erstes noch ein Peking und dann holen wir uns noch ein Bushi. Vielleicht holen wir uns heute noch ein Gillette. Mal schauen. Wollen wir heute Boss holen? Ich möchte die gute Waffe für Boss holen. So. Dieses Naturschutzgebiet ist ganz interessant, diese Mission. Also mal schauen. Insgesamt war ich ja vor ein paar Missionen zum Hacker ist. Ah. Dann machen wir doch den netten Peking. So. Pengulett. Ich lade mal nach. Gillette Angriff. Im Zweifel Angriff. Au. Okay. Jetzt darf mein Gillette da nicht hin. Das besiegt gerade hinten eh diese Pengulets. Okay, den haben wir. Okay, du hast ein paar gekillt. Ich sehe schon. Antikes Bauteil, eine Eistruhe, seltener Pelz, okay, passt. Da haben wir was Schönes rausgekriegt. Kann schon passen, ja. Müssen wir mal schauen, ob der vielleicht ein bisschen mehr Bock hat.
Also ein paar bessere Merkmale. Ich habe gerade nicht geschaut, was er für Merkmale hat. Transportiert, fällt Holz. Schön, dass sie überhaupt was arbeitet. Ich nehme mal das Holz damit. Müsst ihr nicht so viel tragen. Räumen wir mal alles auf. Ich sehe schon, wir können neue Bahnen herstellen lassen. Federhaarschmuck, Bauplan. Okay, ich weiß nicht, was ich mit diesem Bauplan machen soll, um ehrlich zu sein. So. Ich den einen Bahn noch weg und wir machen mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Palwelt. Bis dahin. Bye.